Wir sind alarmiert worden zu einem Küchenbrand in einem Wohngebäude, Ecke Vogelsangstraße, Neckarstraße. Beim Eintreffen war es so, dass sich eine massive Flammenbildung gehandelt hat, der Übergriff ins Dachgeschoss bereits stattgefunden hatte. Die Hauptschwierigkeit war, dass die Treppe zum Dachgeschoss bereits weitestgehend weggebrannt war, sodass die Zugänglichkeit zunächst nicht gegeben war. Wir müssen jetzt probieren, mit Steckleitern und Drehleitern von außen an die einzelnen Glutlöscher ranzukommen im Bereich des Dachgeschosses. Gut, wir versuchen schon so schonend wie möglich den Löschansatz durchzuführen. Das heißt, jetzt nicht unnötig Ballast ins Gebäude zu bekommen aufgrund der Wassermassen, die hier verbraucht werden. Das ist schon das Ziel auch mit. Primär geht es aber natürlich darum, zunächst die Personen, die im Gebäude waren, dass die unversehrt geblieben sind. Die sind uns bereits beim Eintreffen entgegengekommen und wurden im Rettungsdienst übergeben. Das erste Ziel und das zweite Ziel, dass die Brandausbreitung gestoppt werden kann. Gut, zunächst werden Rohre im Außen- und Innenangriff vorgenommen. Wir haben jetzt im Außenangriff ein C-Rohr, zwei Drehleiter und im Innenangriff zwei weitere C-Rohre eingesetzt, die mit der Brandbekämpfung derzeit noch beschäftigt sind. Die Bausubstanz selber, das ist in diesem Bereich ein Fachwerkgebäude und da ist schon immer wieder zu beobachten, dass eine schnelle Brandausbreitung stattfindet. Wir sind derzeit mit 66 Feuerwehrangehörigen und 14 Fahrzeugen der Feuerwehr Esslingen vor Ort. Es sind beide Drehleitern eingesetzt mit Wenderohren zur Brandbekämpfung von außen. Es wurde trotzdem noch einmal kontrolliert, dass das Gebäude leer ist, also geräumt ist komplett, um das definitiv zu bestätigen. Aber es war tatsächlich so, dass bereits bei Eintreffen keine Personen mehr sich im Gebäude in kritischen Bereichen befunden hatten. Bei Einsätzen an Straßen mit Oberleitung ist es so, dass automatisch von der Leitstelle eine Information an die städtischen Verkehrsbetriebe erfolgt. Es erfolgt dort eine Abschaltung des Stroms, anschließend die Erdung. Das hat heute sehr gut funktioniert, war innerhalb einer kurzen Zeit bereits so, dass wir gefahrlos hier die Drehleiter aufstellen konnten. Also dass die Freischaltung und Erdung erfolgt war. Hier vor Ort die Abteilungen 1, 2, 4, 5 und 7. Die Abteilung 3, Hengsberg, ist zur Wachbesetzung in der Feuerwache aufgrund von möglichen Paralleleinsätzen. Und die Abteilung 6, Weltenbrunn, ist derzeit noch in der Hinterhand als Reserve. Ja, die Nachrichtarbeiten werden sich sicher noch ein, zwei Stunden hinziehen. Wir sind jetzt dabei, die Glutnester alle offen zu legen. Das dauert, das ist schweres Gerät im Einsatz. Und insofern müssen wir jetzt eben schauen, dass wir da Stück für Stück die Glutnester beseitigt bekommen, um dann die Straße wieder freigeben zu können. Wir sind in Esslingen Stadtmitte gerufen worden zu einem Dachstuhlbrand. Da wurden wir dazu alarmiert. Rettungsdienst sticht zunächst mit insgesamt 3 Einsatzfahrzeugen, einem Notarzt. Durch die Situation, dass sich insgesamt 12 Personen in dem Haus befanden, die auch betreut werden mussten, haben wir dann aufgestocktes Ehrenamt dazu alarmiert, die Personen, die zum Großteil unverletzt waren, betreut wurden. Wir hatten eine verletzte Person, die wurde ins Krankenhaus transportiert. Der Rest wurde notärztlich gesichtet und dann betreut. In Zusammenarbeit mit der Stadt Esslingen suchen wir nach einer Unterkunft. Die ersten 2 Stunden direkt nach dem Einsatz wird durch das DRK werden die Personen betreut. Die werden mit Kleidern, Getränken und Essen versorgt. Und so nach 2 Stunden wird die Stadt Esslingen eine entsprechende Ersatzunterkunft zur Verfügung stellen.